Guten Morgen. Aufstehen, Schatz. Schatz. Schatz hier. Aufstehen jetzt. Ja, klar. Es gibt Frühstück. Oh, ich komme. Guten Morgen. Es ist wieder soweit. Es ist Sarah Time. Ja, wir sind gerade in Hamburg. Wir lösen Dominik sein Geschenk ein. Yay. Er hat von mir König der Löwenkarten bekommen und dann haben wir das so mit einem 3-Tages-Trip verbunden. Und jetzt sind wir hier und wir haben gedacht, einen Tag schalten wir die Kamera ein und ihr dürft uns begleiten. Ne? Mega cool wird das. Und wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal frühstücken. Erstmal frühstücken. Ja. Alles klar. Schaut mal bitte, wie lecker. Wir haben Frühstück aufs Zimmer bestellt. So, mein Schatz, wir richten uns jetzt. Aua! Und dann gehen wir in die Stadt raus, weil ich habe heute Abend ein Kleid an und ich habe keine Jacke und ich will irgendwie noch nach einer Jacke gucken. Eine Jacke. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Jetzt ist es 10.49 Uhr. Ja. Auf geht's, let's go! Hey, aber zuerst zeige ich euch kurz das Zimmer, okay? Ich muss es euch zeigen. So. MTV Cribs. Bin ich hier richtig? Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, Spaß. Das machst du jetzt noch mal, bitte. Bin ich hier richtig? Hallo? Also, Leute, ich will euch das Zimmer zeigen. Das Zimmer ist, ich muss erst nach oben gehen, oder? Ich gehe nach oben. Also hier, guck, hier ist die Türe und dann geht es gleich nach oben. Genau, hier ist unser Wohnzimmer. Hier können wir chillen. Hier haben wir noch einen Fernseher. Und dann haben wir ein wunderschönes Badezimmer. Da waren ich und Domi auch schon baden. Ich glaube, ihr habt das Bild vielleicht auch schon auf Instagram gesehen. Da habe ich hier mir ein Schaumbad eingelassen und dann haben wir einfach geschillt. Ja, und dann haben wir hier noch einfach ein schönes, geräumiges Badezimmer. Hier richte ich mich auch immer und schminke mich gerade. Das heißt immer die nächsten 3 Tage. Schatz, dein Ernst? Hallo! Schatz, wie kriege ich dich da wieder runter? Ja, das ist auf jeden Fall unsere Aussicht. Unser Bett. Komm da runter jetzt, Schatz. Ja. Springst du jetzt aufs Bett? Ich bin mit einer Stunde da. Springst du jetzt aufs Bett? Nein, das geht kaputt, glaube ich. Ja, falls ihr wissen wollt, was das für ein Hotel ist. Le Meridien in Hamburg. 1A. So, ready, um in die Stadt zu gehen. Ich habe mich jetzt angezogen, es ist draußen echt ein bisschen kalt und wir haben eigentlich gar nicht so viele lange Klamotten dabei. Und wie ich euch auch schon gesagt habe, immer muss man auf die Männer warten. Schlimm. Let's go. Wir wollen Pizza kaufen. Alex,
So, den Mantel für heute Abend habe ich schon gefunden. Und noch ein Schal. Ist mir einfach zu kalt, ist draußen. Hey. So, it's time for dinner. Oder Lunch, wie heißt es? Na. Mein Schatz, sein Magen knurrt nämlich immer, stundenweise. Schatz, ich habe ganz vergessen, dein Essen zu filmen. Jetzt sind 30 Sekunden vergangen und du hast fast aufgegessen. Eat clean und so. Eat clean, ja. Okay, in Hamburg dürfen wir. Every day, cheat day in Hamburg. Voll weit. Schatz, ich will mich jetzt verarschen. Hör auf damit! So, wir gehen jetzt ins Spa. Noch eine Stunde. Und dann machen wir uns fertig. Und es geht zu König der Löwen. Yeah! Hey, wir gucken, dass wir die Kamera mitnehmen können ins Spa. Dann kann ich euch nochmal den halben Body von meinem Freund zeigen. Wollt ihr nicht sehen. Komm, Schatz, I'm ready to go. Ja. Wir sind ready for the spa. So, ich hab genug. Mir läuft wieder das Arm und mein Schweiß in mein Auge. Domi ist so pitch-patsch-nass. Da kommt er. Ey, Schatz, du bist so krass. Schau dir mal an. Jetzt ab unter die Dusche. Leider ist meine Kamera nicht wasser, sondern Spaß auf dich. Nimm's immer. Ich habe heute meine Haare zu, heute ein bisschen strengeren Sarah Novak-Tut und mein Kleidchen, was ich jetzt anziehen werde. Und mein Schatz hat einen Anzug an und ich finde den so heiß da drin. Männer mit Anzüge, ist einfach... An die Macht. So, wir sind ready to go. Schatz, du siehst aus wie der Oberchecker hier. Here comes the man in black. Wir sind ready. Wir sind zwar kurz vor knapp erst angekommen, aber jetzt kann's beginnen. So, meine Lieben, wir sind jetzt beim Essen. Wir haben jetzt das Musical angeschaut und es war einfach sensationell und wunderschön. Also nur zum Empfehlen, oder Schatz? Ja, richtig, richtig gut, auf jeden Fall. So, sehr, sehr geil. Und jetzt sind wir im Hänseler und Hänseler in Hamburg. Ja. Wir haben keine Karte mehr da, aber es gibt jetzt Sushi, Fleisch und... Fleisch. Ja, wir haben Hunger auf jeden Fall. Wir haben jetzt auch Sushi mit Hähnchen und mit Rind und sowas bestellt. Ja, und dann geht's nach Hause und dann melden wir uns nochmal zurück. Bis gleich. Einen guten Appetit. Yummy, yummy. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey, schmeckt ein bisschen wie After Eight. Ich schwöre. Okay, das ist krass. Oh. Leute, das ist krass. Kann man gar nicht erklären, was das ist, gell? Schmeckt auf jeden Fall krass. Also wir hauen es jetzt rein. Zurück im Hotel und wir gehen jetzt schlafen. Wir sagen gute Nacht. Night. Gute Nacht, Bussi.
Ja, und natürlich lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr Videos von mir und Dominik sehen wollt, dann kommentiert fleißig und natürlich diesen hier, gell? Und wir sagen bis zum nächsten Mal, wenn es wieder soweit ist. Sarah da.